Also herzlich willkommen zu unserem heutigen Video. Es geht in dieser Corona-Zeit um das Wichtigste, nämlich werde ich krank oder werde ich nicht krank? Und das Geheimnis liegt in der Immunität und darüber kann ich Ihnen natürlich viel erzählen. Aber viel besser ist natürlich, wenn man das aus berufenem Munde hört. Und Frau Professor Dr. König, ausgewiesene Immunologin, hat sich bereit erklärt, heute für Sie meine Fragen zu beantworten. Und insofern herzlich willkommen, Frau Professor König. Danke, dass ich Ihnen die Fragen stellen darf. Hallo, Herr Bichert. Schöne Grüße aus Magdeburg nach Bremen. Ja, Sie haben natürlich eine ganz zentrale Frage gestellt. Im Moment sind wir in der Corona-Krise und es wird gefragt, wann kommt der Impfstoff? Welche Medikamente können wir anwenden? Ist es ein Antimalariamittel? Ist es ein Anti-HIV-Mittel? Eins gegen Ebola? Aber das Wichtigste vergessen wir eigentlich im Moment, was Sie gerade angesprochen haben. Die stärkste Waffe ist eigentlich unser Immunsystem. Und unser Immunsystem kämpft eigentlich tagtäglich gegen Bakterien, Parasiten, aber auch jede Menge gegen die Viren. Und darum sollten wir uns eigentlich kümmern, sondern jetzt nicht in Panik verfallen, sondern wirklich sagen, unser Immunsystem hat uns bis jetzt geholfen, es wird uns auch weiterhelfen. Aber natürlich müssen wir es pflegen, wir müssen wissen, bei welchem Stand sind wir, können wir es unterstützen und was können wir natürlich tun. Ja, genau. Und da ist ja die Frage, was kann der Endkunde, also der quasi, der jetzt zu Hause sitzt, also nur zum Einkaufen das Haus verlassen darf, was kann der eigentlich tun? Gut, der kann natürlich eine ganze Menge tun. Jetzt lassen wir mal weg von ein bisschen Sport treiben und gut essen und Ernährung, das lassen wir mal zur Seite. Aber schauen Sie mal auf die Statistik. Im Moment sind ja diejenigen Leute besonders gefährdet, die entweder natürlich sehr alt sind, aber Alter allein ist nicht ausreichend, ist nur ein Risikofaktor. Es kommt aber dazu, das muss dazu kommen, eine chronische oder zwei oder drei chronische Erkrankungen. Und das sind auch die Personen, die im jüngeren Alter, also unter 60 gestorben sind, die hatten meistens zwei, drei chronische Erkrankungen. Und wenn wir jetzt auf unsere alten Themen mal wieder zurückgreifen, ist, was haben diese chronischen Erkrankungen alle gemeinsam? Sie haben alle gemeinsam, dass die Mitochondrien eine ganz zentrale Rolle spielen. Und die Mitochondrien regeln auch unser Immunsystem. Also müsste man sich jetzt sehen, wie kann ich mein Immunsystem unterstützen, also meine Mitochondrien unterstützen. Ich muss natürlich aber auch erstmal wissen, wo stehe ich überhaupt. Das heißt, Sie sprechen hier im Grunde genommen, wenn es um die Betrachtung der Fähigkeit, mit Viren umgehen zu können, von den Lymphozyten, von den CD8-Zellen, und man schaut sich deren Aktivität an, ob die gut drauf sind, ob die Brennstoffe vernünftig verwerten können. Und wenn da alles gut ist, dann können wir ganz entspannt sein. Und wenn nicht, dann schauen wir weiter. Ja, so kann man es machen. Es gibt vielleicht zwei zentrale Analysenmethoden. Man kann einmal, sind Immunsystem, sind eine ganz bestimmte Untergruppe, die nennt man CD8-T-Zellen. Die sind wichtig für die Virusabwehr. Und man kann jetzt einmal simulieren im Labor, jetzt kommt ein Virus und schauen, können die überhaupt darauf reagieren. Das sollten sie, das sieht man, weil dann die Mitochondrien ganz anders reagieren müssen. Also man kann schauen, sind meine CD8-Zellen überhaupt in der Lage, das Virus abzuwehren? Das wäre eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit ist, wir schauen wirklich an, wie sind die Mitochondrien aufgestellt? Also das heißt, können sie jetzt überhaupt bei einem Reiz, bei einem Virus, überhaupt in die richtige Art und Weise überhaupt reagieren? Und dann kann man auch sehr schön sehen, wo eventuell ein Fehler ist. Brauchen sie mehr Antioxidantien? Sei es ruhig das weit oder sehr stark diskutierte Vitamin C. Ist es eventuell auch, dass nur Mineralstoffe fehlen? Sind es bestimmte Aminosäuren? Sind es eine Kombination? Sind es bestimmte Lipide? Weil auch die Membranen ja ganz entscheidend dabei spielen bei der Funktion der Mitochondrien. Das sieht man aber anhand dieser Teste und kann dann halt das unterstützen, dass die Mitochondrien besser werden und dann natürlich auch die Immunzellantwort, also die Immunabwehr, wieder optimal wird. Nun ist das ja keine Sache, da gucke ich und dann gebe ich und dann ist, sondern das ist ja sicherlich ein Prozess, der auch eine gewisse Zeit in Anspruch nimmt. Aber man muss einfach den ersten Schritt gehen, denn ansonsten kommt man nicht von der Stelle. Richtig, also es ist jetzt nicht ein Punkt, der sofort wirkt. Das heißt, Sie brauchen schon etwas Zeit, bis das funktioniert. Aber es wäre jetzt ein sehr guter Zeitpunkt, jetzt zu starten. Einmal hält die Corona-Krise sicherlich noch etwas an. Das heißt, wer sich jetzt schon stärkt, wird vielleicht in ein, zwei, drei Monaten nicht infiziert oder nur schwächlich infiziert, dass er das sehr gut abtun kann. Beziehungsweise, aber es kommt auch wieder im Winter ein neues Virus vielleicht oder die althergebrachten Viren. Aber man darf auch nicht vergessen, dass das Coronavirus, also dieses, das SARS-CoV-2, also Version 2, das Neuartige,
sicherlich auch noch im nächsten Winter wieder auftauchen wird. Und ich würde mich natürlich freuen, ich denke, Sie denken ähnlich, wenn wir die vielen Abstriche, die im Moment laufen, nicht nur für das COV-2 nutzen würden, sondern mal abstreichen würden, woran die denn wirklich erkrankt sind, die Patienten. Denn dann wüssten wir, welche Viren uns denn ansonsten noch attackieren und könnten eigentlich mal eine schöne Verteilungskurve machen. Wer sind denn eigentlich unsere Feinde? Also man lässt sich im Moment eine riesige Chance entgehen, und zwar zu schauen, welche Viren sind denn eigentlich in den Abstrichtupfern? Also womit, welche Viren zirkulieren im Moment? Ist es das Respiratorisch-Syncytial-Virus, das Metapneumovirus, ist das Rhinovirus, ist Influenza A oder Influenza B oder auch die ganz normalen Coronaviren, die hier zirkulieren? Oder haben wir im Moment vielleicht viele Pneumokokken, die auch nicht zu unterschätzen sind? Was ja Bakterien also, wären. Das wären sind Bakterien, ja. Und natürlich, was man auch achten muss, ist die Superinfektion. Es gibt bestimmte Viren, da findet man sehr schön eine Superinfektion mit bestimmten Bakterien. Also Influenza, da folgt häufig ein Staphylococcus aureus. Und die Pneumokokken, die können das dann natürlich noch alles verstärken, die Effekte. Und es wäre natürlich ganz günstig, auch zwischen bakterieller Infektion und Virusinfektion wirklich zu unterscheiden. Es gibt es neue Methoden, das zu tun. Es gibt blutbasierte Teste. Da sieht man, welches Molekül hauptsächlich freigesetzt wird nach einer Virusinfektion oder nach einer Bakterieninfektion. Und dann spart man sich natürlich auch jede Menge an Antibiotika. Und wir sind ja eigentlich im Zeitalter auch der Multiresistenzen. Und das ist eigentlich ein riesiges Problem, was man auch nicht außer Acht lassen darf im Moment. Das heißt, es gibt ein riesiges Problem, wenn wir keine Antibiotika mehr haben, die wir einsetzen können, auch bei Superinfektionen. Eine Frage noch. Jetzt kommen ja die Tests zu IgM und IgG auf das Coronavirus. Ich habe hier schon eine ganze Reihe durchgetestet. Noch nicht ein einziger hat es gehabt. Aber vielleicht nochmal aus Ihrem Mund, wann ist so ein Test sinnvoll? Wann ist er positiv und welchen Vorteil habe ich dadurch? Wir haben ja in dieser Corona-Krise sehr schön gelernt, dass viele asymptomatische, also die haben überhaupt nichts, durchaus Träger des Coronavirus sind, also heißt offiziell sich infiziert haben. Gut, oder vielleicht wurden natürlich auch ein paar Halsschmerzen gar nicht registriert. Jedenfalls keine ernsthaften Erkrankungen. Und da wäre es natürlich jetzt schon zu wissen, also gut zu wissen, hatte man das Virus jetzt schon. Also Antikörperteste wäre jetzt eigentlich für jeden ganz günstig zu sehen. Und der ist dann in seiner Ausprägung im Grunde genommen auch vom Immunsystem abhängig, oder sagt man, naja, wo das Immunsystem nicht funktioniert hat, der ist auf der Intensivstation gelandet, der weiß es dann irgendwann. Und der andere, der ein gutes Immunsystem hat, der hat es gar nicht mitgekriegt und bekommt dann aufgrund des Testes seinen Freischein und darf sich wieder frei bewegen. Also wer Antikörper hat, ist nach heutiger Meinung auch immun und kann sich wieder frei bewegen. Ins Altenheim gehen oder darf ich tatsächlich auch in die Kindertagesstätte oder was ist mit den Pflegediensten, die unterwegs sind, wo es wirklich um soziale Kontakte geht oder Außendienstmitarbeiter, was auch immer. Frau Professor König, vielen Dank für Ihre ausführlichen Ausführungen und vor allen Dingen für die wesentlichen Kernpunkte, die wir wirklich auch mit nach Hause nehmen können. Das Immunsystem ist und bleibt unsere stärkste Waffe und der Einzige, der sich wirklich nachhaltig damit beschäftigen kann, sind wir selbst. Und es ist wichtig, dass wir nicht glauben, dass wir nur mit irgendeiner Waffe wie einem Antibiotikum oder mit einem Virustatikum oder einem HIV-Mittel dann gesund werden, sondern der beste Weg zur Gesundheit ist unsere Lebensführung und ist unser Umgang mit uns selbst. Und wann immer wichtige, moderne Erkenntnisse, die über das, was man früher so gedacht hat, hinausgehen, auch objektiviert werden sollen, nämlich Mitochondrienfunktionen, haben wir Sie wirklich als eine Fachfrau hier in Europa an unserer Seite, für die ich mich nochmal ganz, ganz herzlich bedanken möchte und für Ihre Zeit, die Sie immer wieder aufwenden, um den Zuschauern sozusagen mit einfachen Worten klarzumachen, hey, da geht was. Ja, Herr Wichert, wir sollten uns wirklich auf unsere stärkste Waffe, das Immunsystem, konzentrieren. Es ist sicherlich gut, wenn Medikamente entwickelt werden oder wenn wir hier Medikamente, Malariamittel und andere, aber man sollte immer bedenken, diese Medikamente haben enorme Nebenwirkungen und gerade das wollen wir eigentlich nicht und deswegen ist also unser Immunsystem zusammengefasst wirklich das Beste, was wir haben. Vielen Dank und ein schönes Wochenende in Magdeburg.
Ein schönes Restwochenende. Nee, das startet ja erst. Genau, fangen jetzt an. Schönes Wochenende in Bremen. Im Garten. Ja, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, das war, fand ich, wieder ein sehr spannendes Thema. Und ja, vielleicht finden Sie ja die Gelegenheit, diese Informationen zu teilen. Und ich wünsche Ihnen ein sonniges Wochenende. Bis nächste Woche.